begrüßt ihn mit einem tosenden Applaus, Marc Schönwiesner! Ganz anderes Thema. Kann das Gehirn sich selbst verstehen? Oder ist es wie ein Staubsauger, der sich selbst aufsaugen will? Und ich meine damit besonders die Hirnfunktionen, die uns als Mensch ausmachen. Also ein Gesicht erkennen oder Musik genießen, eine Steuererklärung machen. Alles, was mit Denken, das letzte vielleicht weniger, alles, was mit Kognition zu tun hat. Das ist eine Funktion der Großhirnrinde, von der wir Menschen ja besonders viel haben. Und jetzt kommt dieses Gummigehirn zum Einsatz. In diesem großen, unserem großen Gehirn, haben wir nämlich 86 Milliarden Nervenzellen. Ungefähr. Ist das viel? Ja, eine Maus hat ca. 70 Millionen. Das sind weniger als Menschen in Deutschland leben. Das heißt, wenn wir uns alle an den Händen halten und jeder simuliert eine Nervenzelle, dann können wir zusammen eine Maus simulieren. Für unser Gehirn ist die ganze Menschheit zu klein, um einen Faktor von 10. So viele Nervenzellen sind da drin. Jetzt fokussieren wir mal auf den Teil des Hirns, der das Denken ermöglicht, diese besagte Hirnrinde oder Cortex. Die dünne Schicht grauer Substanz, die die Hirnhälften umgibt. Wenn man die auseinanderfaltet, dann ist die ungefähr so groß wie so eine Restaurantserviette. Und jetzt machen wir ein Gedankenexperiment und vergrößern das Hirn und diese Rinde tausendfach. Dann ist das Hirn ungefähr so groß, das ist eine Karte von Leipzig hier, die Innenstadt, wie das Zentralgebäude der Uni Leipzig. Kann man drin rumlaufen. Und diese Hirnrinde ist dann ungefähr die Hälfte der Leipziger Innenstadt hier in Gelb. Aber trotzdem nur 2 bis 3 Meter hoch. Und aus den 2 bis 3 Metern nehme ich jetzt mal einen Würfel von 1 Kubikmeter raus. Das ist dieser Würfel hier. Das ist 1 Kubikmeter. Was ist da drin? Da ist erstmal 1 Kilometer an Blutgefäßen drin und dann bis zu 50.000 Nervenzellen. Jede davon so groß wie eine Glasmurmel. Und jede dieser Glasmurmel sendet tausende von feinen Fäden aus, die Verbindungen zu anderen Nervenzellen. Manche davon sind länger als dieser Saal. Ein unglaubliches Wirrwarr an Verbindungen. Aber dieses Wirrwarr hat System, denn es ergibt ja am Ende das Denken und die Persönlichkeit und alles, was man so als Mensch ist. Die Hirnrinde hat verschiedene Stückchen und verschiedene Stückchen davon haben verschiedene Funktionen. Und wenn man sich so ein Stückchen rausnimmt, dann sieht man, dass das meistens viele Verbindungen zu einem nachfolgenden Feld in der Hirnrinde sendet und das wieder zu einem nachfolgenden und zu einem nachfolgenden und so weiter. Da gibt es also eine Hierarchie, eine Abfolge. Das erste Feld kann zum Beispiel verschiedene Töne unterscheiden und das letzte Feld kann eine Melodie erkennen oder eine neue Melodie komponieren. Und diese Hierarchie ermöglicht im Prinzip ganz komplexe Musterverarbeitung. Ne? Das ist so einer der Fakten, die wir sehr gut über das Gehirn wissen. Wir wissen eine ganze Menge isolierter Fakten über das Gehirn. Aber Wissen ist ja nicht gleich Verstehen. Und wir wollen ja gerne verstehen, wie das Hirn funktioniert. Zum Beispiel, meine Studenten, die wissen sehr genau, dass wir ungefähr 95% unserer DNS mit einem Schimpansen teilen. Sie wissen auch aus einer anderen Vorlesung, dass wir nur 50% unserer Gene mit unserer Mutter teilen. Aber den meisten fehlt das tatsächliche Verständnis, um zu sehen, warum diese beiden Aussagen gleichzeitig wahr sind. Und genauso ist es in der Hirnforschung. Wir kennen viele isolierte Fakten, aber uns fehlt das übergreifende Verständnis. Ein vielleicht das beste Modell für so ein übergreifendes Funktionsprinzip sind im Moment, denke ich, künstliche tiefe neuronale Netzwerke.
Warum das beste Modell? Weil solche Netzwerke extrem erfolgreich darin sind, typisch menschliche Aufgaben zu lösen. Ein Gesicht zu erkennen zum Beispiel. Sie machen, diese Netzwerke machen die Spracherkennung auf ihren Mobiltelefonen und jetzt auch die Gesichtererkennung scheinbar. So ein Netzwerk hat vor einigen Monaten den besten menschlichen Go-Spieler besiegt. Und jetzt auch gerade den besten menschlichen Dota-Spieler, für die, die sich damit auskennen. Solche Netzwerke sind inspiriert von der Hierarchie, dieser besagten Hierarchie, die wir im Hirn finden oder im Cortex. Die bestehen aus vielen Schichten von simulierten Nervenzellen, eine nach der anderen, die immer kompliziertere und kompliziertere Muster und Zusammenhänge erkennen und erlernen können. Das ist also ein Mechanismus, um sehr komplexe Regeln zu lernen. Zum Beispiel, wie erkennen Sie einen Hund? Hier haben wir einen. So einen Hund können Sie erkennen vor jedem Hintergrund, in jedem Licht, auch wenn man nur so ein Stück Schnauze oder ein Stück Ohr zu erkennen ist. Es gibt Regeln, die die Farbe jedes dieser paar Millionen Bildpunkte hier, Pixel, mit der Wahrscheinlichkeit verbinden, dass da ein Hund abgebildet ist. Diese Regeln sind aber so komplex, dass man die gar nicht aufschreiben kann. Dafür ist unsere Sprache nicht geeignet. Und das heißt, wir können auch keinen Computer direkt programmieren, um einen Hund zu erkennen. Wir können aber so ein Netzwerk programmieren und trainieren, das dann diese Regeln selbst lernt. Dafür müssen wir dem Netzwerk nur ein paar tausend Bilder von Hunden zeigen. Das Problem mit diesem Ansatz ist nur, dass wir aus dem Netzwerk diese Regeln nicht wieder raus extrahieren können. Das heißt, ich weiß am Ende immer noch nicht, wie das Netzwerk denn nun diesen Hund erkennt. Und wenn das Hirn tatsächlich so funktioniert, dann heißt das, dass wir auch aus dem Hirnnetzwerk diese Regeln nicht so einfach heraus extrahieren können. Wir können höchstens ein zweites Netzwerk trainieren, um die komplexen Aktivitätsmuster der simulierten Neurone im ersten Netzwerk zu interpretieren. Und das ist tatsächlich eine Herangehensweise in der menschlichen Hirnbildgebung. Wir trainieren künstliche Netzwerke, um Hirnaktivität zu interpretieren. Das ist wieder der Staubsauger, der sich so ein bisschen selbst aufsaugt. So kann man nicht unbedingt Verständnis, tiefes Verständnis generieren. Bevor das jetzt zu pessimistisch klingt, es ist ja gar nicht wirklich ein Gehirn, das sich selbst versucht zu verstehen. Es sind ja viele Gehirne. Und viele Gehirne können mehr verstehen als ein einzelnes. Wenn wir die Maus zusammen simulieren, dann versteht ja kein einzelner von uns, wie denn nun eine Maus denkt. Aber zusammen können wir es modellieren. Die Gemeinschaft ist mehr als die Summe des Einzelnen. Das klassische Beispiel dafür ist ein Essay von Leonard Reed von 1958, in dem er die Beobachtung macht, dass kein einzelner Mensch etwas scheinbar so Einfaches wie diesen Bleistift hier herstellen kann. Wer kann das Graphit abbauen und gleichzeitig das künstliche Kautschuk, das hier in diesem Radierer drin ist, aus Rapsöl gewinnen? Wer weiß überhaupt, dass das aus Rapsöl gewonnen wird? Wer kann den Raps anbauen? Wer kennt die Chemie von dem Lack und diesen verschiedenen Aufdruckfarben? Und dieser Ring hier, das ist eine Legierung aus mehreren Metallen. Und viele dieser Rohstoffe befinden sich auf verschiedenen Kontinenten. Und das ist nur ein Bleistift. Alles, alle Dinge, die wir als Gesellschaft produzieren, übersteigen in fantastischem Ausmaß das Vermögen des Einzelnen. Und das gilt auch fürs Verstehen. Gemeinsam und auch durch solche Zusammenkünfte wie diese hier, wenn wir unsere Gehirne durch Kommunikation zu einer Art Superhirn verbinden, können wir Hirnprozesse entschlüsseln, modellieren und uns zunutze machen, auch wenn es vielleicht nie diesen Moment geben wird, wo das einzelne Genie irgendwo vom Schreibtisch aufblickt und sagt, jetzt habe ich das Gehirn verstanden. Dankeschön.